Ja, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir diesen großen, bösen, weitläufigen, labyrinthartigen, bösen Wald hier betreten. Ich glaube, in dieser Folge machen wir auch nichts anderes, weil ich habe vorgenommen, in diesem Part hier den Ort ein bisschen zu erkunden, weil ich glaube, ich habe sehr viel ausgelassen und sehr viel übersehen und das möchte ich jetzt nachholen. Mein Ring spuckt immer noch Feuer. Und ja. Vor allem mir ist auch aufgefallen, am Anfang. Na, das hier. Ich verstehe nicht. Am Anfang, da konnten wir ja auch irgendwie nach oben oder so gehen und sind dann irgendwo anders gelandet. Deswegen frage ich mich auch, wo können wir denn da hinkommen, wenn wir dahin gegangen wären. Vielleicht gehe ich auch da mal erstmal nach. Ne, das wäre vielleicht eine gute Idee. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit diesen Ranken machen soll, deswegen, ja. Weil nicht. Ich gehe mal wieder zurück zum Eingang, nehme mal den einen Weg. Vielleicht bringt uns das ja auch irgendwie weiter. Wir müssen auf jeden Fall ganz so hier durch, ne, wenn ich mich nicht irre, aber. Warte mal, das ist die Stelle, die sich immer wiederholt, ne? Wie lange wiederholt die sich? Habt ihr Zeit mitgebracht? Ach, länger als 20 Minuten werde ich bestimmt nicht versuchen, hier irgendwas zu machen. Vielleicht fällt den anderen auch irgendwie nach einer Zeit so was auf. Ja. Hey, übrigens, habt ihr schon gemerkt, dass der Wald sich hier immer wieder wiederholt? Aber ich glaube, da passiert nichts mehr, ne? Okay. Und jetzt sind wir wieder hier. Sehr schön. Oh, dann. Sieht aber auch nicht so aus, als hätte ich hier irgendwie. Boah, wie konnte ich in den denn schon nicht reinlaufen? Die Gegner sind ja hartnäckig, die kommen voll auf einen zu. So. Warte mal, da war auch irgendwie ein anderer Ausgang, ne? Dann gucken wir mal da. Feld. Wo kommen wir denn da hin? Oh Gott. Also das Gefühl, hier ist aber nichts Besonderes. Boah. Weiß nicht. Da ist so ein Stein, okay. Ja, vielleicht bin ich auch hier richtig. Weiß man ja nicht. Schon wieder eine Woche oder zwei her, seit ich wieder aufgenommen habe. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen so aus dem Konzept gerade, aber ich glaube, wir wollten irgendwie zur Heimat von Perseia, oder? Oder erzähle ich jetzt hier Quatsch? Wenn wir gerade besiegen und dringt tiefer in den Wald ein. Ja? Ach ja, am Eingang, genau. Aber, ja. Da kann man nicht rüber, geh weg. Ah, und hier scheint es aber auch nicht weiter zu gehen, deswegen gehen wir wieder zurück. Okay, das ging irgendwie schnell. Also ja. Dann wieder rein. Ja, muss er gucken, ne? Ich meine, vielleicht wäre ja was richtig Spannendes hier passiert. Aber naja. Geh weg. Ist irgendjemand kurz vom Level up? Okay, China vielleicht, aber. Das kann noch warten. Ja. Diese Dingens, diese Ranken kann ich nicht irgendwie an leuchten. Hey, da ist ja noch was. Boah. Mein Gott. Ja, ich habe auch seit den letzten paar Tipps bekommen. Deswegen versuche ich jetzt mal hier. Okay. Okay, man hat mir gesagt, dass ich in verschiedene Richtungen ausdrücken kann, wenn ich die Knöpfe von den Charakteren drücke und dann auch dementsprechend die gesetzten Fähigkeiten eingesetzt werden. Das ist gut zu wissen. Blöd ist aber jetzt, dass man nicht weiß, oder das nicht notiert wird. Kochen wir mal. Nicht notiert wird, welcher
Angriff dann so als Macht des Phönix als Ergebnis da rauskommt. Das heißt, also nicht so wie in Tales of Xillia, also wo, keine Ahnung, die verbundenen Arts irgendwie per Knopfdruck, oder in Tales of the Abyss, da waren auch irgendwie, wenn man in so ein Feld reingelaufen ist, die Attacken, in die sich die Attacken verwandeln, angezeigt, aber hier soll angeblich nicht angezeigt werden. Das hat ja auch bis jetzt, glaube ich, nur ein einziges Mal gelungen. Und ich weiß auch nicht jetzt, wo sich das hier anzeigen lässt. Was hatte ich denn jetzt da? Devastation. Mit Fallen angegriffen. Ich glaube. Ja, das muss ich ja. Also ja, selbst wenn ich irgendwie herausfinde, welche Attacke ich hier gemacht habe, irgendwie, die wird irgendwie nicht notiert. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber naja. Sieht doch nicht so aus, als würde ich es sehr oft schaffen, ja sowas zu reißen. Und ich glaube, hier wiederholt es auch immer wieder, oder? Da bin ich mir noch ein. Das sieht schon wieder genauso aus. Okay. Dann weiter nach unten. Glaube ich. Hier. Das sieht. Ja, hab ich. Sehr schön. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter in den Wald rein. So, laden wir erstmal unseren Ring auf. Die Ranken können wir leider nicht damit kaputt machen. Weil ich ein bisschen schade finde. Ich habe schon mal gesagt, ja, ne? So. Gucken wir uns nochmal genau um. Ich bestimmt schon dutzendmal im Kreis laufe. Ich glaube, ich laufe schon wieder im Kreis, oder? Oh Mann. Nein. Nein. Boah. Ach ja, und angeblich sollen sich auch die Techniken irgendwie ändern, je nachdem, ob ob man Technik oder was andere nochmal. Technik und T und S, was war nochmal S? Wahrscheinlich nochmal S, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, dann kann ich auch mal ausprobieren, weil ja. Tun wir mal hier mit Lloyd auf Technik umspringen. Mit geringem Fluchtwert. Ja, warum nicht? Dann wird er ja nach der Zeit irgendwann zu einem Dingens. Einen T-Typen, oder? Okay, benutzt mal Lloyd mal so als Testperson. Ach, was soll's hier? Guinness! Wirkung des Kochen. Das ist gut. Das war gar nicht mal schlecht. Das ist auch gar nicht mal schlecht. Du hast vollkommen ausgewichen. Weil anscheinend sollen sie dann auch alle vollkommen andere Fähigkeiten haben. So wie ich damit bekomme. Aber sehen. Werde ich ja sehen. So, haben wir jetzt mal ein paar Charaktere umgestellt. Sieht sowieso irgendwie keinen Unterschied, ob das jetzt in T oder S umgestellt ist, ob das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Kampffähigkeiten irgendwie ändert oder so. So, ich spreche jetzt nochmal, obwohl wir nichts erreicht haben. Aber man kann ja ausprobieren. Ja, mit den Erfahrungsgeben habe ich auch relativ früh herausgefunden, deswegen, ja, werde ich mal hier ein bisschen ausprobieren. Weil allein wäre ich irgendwie nie auf die ganzen Sachen hier gekommen. So. Oh, das wäre so ein Ding. Ich höre etwas. Schritte von weit her. Ich höre nichts. Colette verfügt noch über ihre Engelssinne. Ich kann definitiv Schritte hören und auch das Klirren von Waffen. Es müssen viele sein und es kommt aus dieser Richtung. Das heißt nichts Gutes. Alissa soll, lebt dort. Altessa, mein Gott. Könnten es die Kerle von vorhin sein? Ich schicke Corinne als Kundschafter aus.
Der schon wieder. Es ist doch der Kerl aus der Kanalisation von Meltokio. Achso, das war Genis. Mann, ein Problem nach dem anderen mit diesen Patriarchen. Bin ich wirklich so wichtig für ihn? Ich möchte nicht mit dir kämpfen. Ich möchte nur mit diesem Mädchen sprechen. Mit Pseya? Du machst Witze, oder hast du vergessen, dass du es versucht hast, uns zu töten? Ich kann nicht für andere sprechen. Ich selbst hatte nie vor, euch zu töten. Meine Aufgabe war es, ein Mädchen namens Colette zu finden. Mich? Ich werde dir nichts tun. Bisher ist der Name richtig. Bitte lass mich mit dir sprechen. Ein Exwer? Du bist auch ein Opfer? Bisher ist in Gefahr. Ich weiß nicht, was zum Teufel los ist, aber wir müssen diesen Kerl stoppen. Okay, Sträfling. Das war passender wäre als gerade das Hersteuern, ne? Das ist die gleiche Musik wie bei China. Okay. Ich vielleicht mal irgendwie, keine Ahnung. Oh, das war gut. Toilette irgendwie dabei gehabt. Hätten sie vielleicht versuchen können, mal zu stehen. Ich frage mich, lohnt sich das überhaupt? Weil irgendwie für mich ist das so richtige Zeitverschwendung. Finde ich. Dass irgendwie die meiste Zeit nicht klappt. Ich möchte TP irgendwie für was anderes brauchen. Oh Gott. Nein, geh nicht auf mich, Mann. Aber der ist noch locker, der Kampf. Okay, den Kampf haben wir locker. Aber da kommt doch bestimmt noch irgendwas. Was ist einfach nur wegen der Story? Ja, vorbei, ich jetzt nicht mein Ding. Oh, was? Warte, wie ist das passiert, ey? Boah, zum Glück haben wir die noch wieder belebt. Na, war knapp. Er klingt, als hätte er gute Gründe für seine Handlungen. Vielleicht sollten wir ihn gefangen nehmen? Ist auch schon ein Gefangener. Ich bin mir sicher, dass er uns viel erzählen kann. Ich verstehe sowieso nicht mal, warum wir auf den losgegangen sind. Der hat doch nichts getan eigentlich. China, es waren vier Soldaten dort und sie kommen alle in unsere Richtung. Lauf weg, schnell! Colette hatte anscheinend recht. Die Schritte, sie kommen näher. Ah, sollten wir nicht lieber verduften? Aber die Garde des Patriarchen wartet auf uns, wenn wir zurückgehen. Wir haben keine andere Wahl. Ich nehme euch mit nach Mizuho. Wow, China, ist Mizuho nicht ein geheimes Dorf, das allen Fremden den Zugriff verweigert? Aber wir werden von beiden Seiten eingeschlossen, wenn wir nichts tun. Und wir können nur im Dorf Zuflucht finden. Okay, bitte zeig uns den Weg, China. Hey, Zelos, trag den großen Kerl für uns. Ich? Ich soll dieses Ungeheuer ganz allein tragen? Du spinnst wohl. Hier, ich helfe. Zelos schafft das nicht alleine. Oh, du bist ja so nett, Colette. Wir Auserwählten müssen aufeinander Acht geben, stimmt's? Ja. Oh, er ist ja leichter, als ich dachte. Ich kann ihn allein tragen. So, so. Die Männer von heute sind zu nichts zu gebrauchen. Komm schon, wir müssen los. Wie das aussieht. So, okay, ich weiß, die Gegner kommen da, aber Mizuho, Königreich des Goldes, okay. Mizuho,te,どんなところなのかな? Kita,話によると,建物はみんな金でできてるんだと. わあ、眩しくて大変だね. だよな。で、男は侍、女は芸者って呼ばれるんだってさ. じゃあ、シーナも芸者だ. 私も先生も芸者ですね. いやいや、 確か成人していない女の子は舞妓って言われるんだぜ。そっか。じゃあ私は舞妓だね。俺とジーニアスは侍なんだな。なんか面白いの。 Okay. So, was macht das Ding hier? Okay, warum will er wen irgendwie überall normal machen? Ich weiß, da kommen die Gegner, aber egal. Hey, wo willst du hin? Mizuho liegt in der anderen Richtung. Ich will doch nur gucken, Mann. Okay, dann nicht. Dann gehen wir, wo immer wir jetzt rauskommen.
Hübsche Jungs sterben jung. Mizuho tte sato wa mori no dokorahen ni aru nda? Soitsu wa ie nai yo. Douse mou sugu tsuku nda kara gaman shite okure. Aikawarazu Mizuho no renchuu wa himitsu shugi da na. Dokuji no bunka wo mamoru tame da yo. Iya nara anta wa Gaorakia no mori de matteru to ii yo. Jodan de shou? Shi no mori ni oite kimori nante gomen da ze. Gaorakia no mori ni 1人 nokotta baai no seizon kakuritsu 25%. Iya na koto iwanai de yo, Presea-chan. Daijoubu datte. Zeros tte koroshite mo shinanasou da ze. Doukan. Che. Binan hakume tte iu daro? Yōhō misu kakunin. Teisei no hitsuyō. Presea-chan. Mein Gott, der Charakter von dir. Oh, dann ist wieder was. Was ist hier was? Dann hat sich noch nichts geändert. Ich bin immer noch die Sprache im Gegensatz zu den Rest irgendwie viel zu laut ist. Ich kann irgendwie die Cutscene-Sprache nicht runterstellen. Den Sound von der Cutscene hier, diesen Zwischensequenzen, den animierten. Wie nennt man deine Art zu kämpfen? Oh, ich setze Wächter ein. Ich kämpfe mit speziellen Karten, die deren Macht enthalten. Ich glaube, ich habe ja gerade voll eine andere Stimme gegeben. Egal. Wächter, wie? Als ich dich zum ersten Mal kämpfen sah, wunderte ich mich, dass man mit Papier kämpfen kann. Wenn Zwerge Talismane anfertigen, dann bringen sie ihn Zauber an, richtig? Dies ist etwas Ähnliches. Ich verstehe, wenn ich also Papier kaufen würde und ein paar Sprüche darauf schreibe. Das würde nicht funktionieren. Du wurdest nicht in die Geheimlehre eingeweiht. Mist. Wenn du es wirklich lernen willst, musst du einer von uns werden. Und wie werde ich das? Durch eine Heirat. Was mit dir? weiß ich nicht. Machen wir das mal. Was mit dir? Was meinst du damit? Außerdem habe ich nicht gesagt, dass du mich heiraten sollst. Wieso bist du plötzlich so sauer? Okay. Ob er so auf Heirat scharf war. Egal. Betreten wir Mizuho. Kommt mir, glaube ich, aus dem zweiten Teil bekannt vor. Ich würde es nicht schlecht finden, wenn hier neue Ausrüstung und so drin wären. China, was soll das bedeuten? Wie kannst du es wagen, Fremde mit in diesen Ort zu bringen? Ich bin bereit, meine Strafe entgegenzunehmen. Formiere den Stellvertreter des Oberhauptes. Ich habe die Reisenden aus Silverrond mitgebracht. Aus Silverrond? Ihr seid aus der untergehenden Welt Silverrond? Nun, ich nicht. Ich verstehe. China, komm mit. Die anderen wartet vor dem Haus des Oberhauptes. Ja, wollte schon sagen, legen wir ihn jetzt einfach so am Boden. Oh, er ist zu sich gekommen. Wo bin ich? Du bist unser Gefangener. Spar dir irgendwelche faulen Tricks. Ich denke, ich bin intelligent genug, keinen Ärger zu machen, wenn ich die Situation nicht verstehe. Der ist ja die ganze Zeit schon ein Gefangener. So. Dann haben wir erstmal wieder Brandschatzen und ja, das übliche Spielchen, ne? Wie gesagt, ich möchte neue Waffen dazu haben, aber die werden vielleicht gar nicht mal so schlecht. Na, einfach mal, was ich mache, ich helfe Mami. So, ich dachte, du wolltest in den Ofen springen. Hihi, mein Sohn hilft mir. Mein Gott, er hat auch nichts anderes zu tun. Was? Okay. Ich finde aber jetzt halt unsere Ausbildung, das Bestellen des Bodens, okay. Der Heck ist dies. Ich habe Jizu ein Opfer dargebracht. Kennst du Jizu? Nein, sag mir, wer es ist. Jizu bewahrt seine alten Traditionen sehr sorgfältig. Okay. Hast du mir immer noch nicht gesagt, wer Jizu ist. Was? Also ich dachte, im Fluss wäre irgendjemand, mit dem ich reden kann. Alles klar. Ich muss sagen, Schießung so fertig.
In meiner ganzen Zeit als Geheimagent habe ich dieses Kind in eurer Gruppe noch nie altern sehen. Wahrscheinlich ist auch das eine Auswirkung der Experimente. Ich wusste, dass am Presser Experimente durchgeführt wurden. Selbst wir wussten bis vor kurzem nicht. Wieso ist echt der Hammer? Wie, unterschätzt uns nicht. Aber was meinst du damit? Sie ist nicht gealtert. Wie ist das möglich? Was? Okay. Hey, da ist ein Hund. Wie wir alle wissen, Squad schafft die Weltherrschaft. Deswegen. Der sieht aus wie Tiggy. Der ist ja so süß. Okay, einkaufen. Mischwaren und Anpassungen. Wow, was? Schaden, die sind alle gleich stark, haben alle anderen Tim. Ne, die sind nicht gleich stark. Jetzt würden die ja nicht so viel kosten. Ja, Shuriken. Mein Gott. Mein Gott. Erstmal Anpassungs. Kann wahrscheinlich sowieso nur die Hälfte herstellen, ne? Ja, mir fehlt. Wo kriege ich denn das ganze Zeug immer her? Schwarze Silber, Metallsphäre, mir fehlt immer das gleiche. Durch der Hydra. Und Dolch einfach. So, das könnte ich herstellen. Maskenmütze und Dingens. Aber ich glaube, Zellos und Leute haben Helm auf, deswegen wird da nichts bringen. Dann kaufen wir die Waffen einfach. Weil warum denn nicht? Was mit so? Schützt vor magischen Krankheiten, Schwäche auf den Angriff von 20%. Okay. Dann kaufen wir mal. Wir können gar nichts verkaufen. Ja. Die beiden. Mehr können wir uns gar nicht kaufen. Ich könnte jetzt was das Zauber nennt. Ein Moment, das verpflichten und Schwäche schützt. Okay, haben wir mal wieder ein paar neue Sachen gekauft. Ich finde, die machen immer einen riesigen Unterschied, ganz ehrlich. Schieden, okay. Danke, meine Herrschaften. Ich bin eine Dame. So, ist das jetzt Haus des Bürgermeisters oder Stellvertreter des Oberhauptes? Okay, nein! Boah. Ich wollte vielleicht speichern oder beenden und so. Reisen aus Silberwand, tretet ein. Danke. Unser Oberhaupt Igagori ist krank. Ich, sein Stellvertreter Tigger, werde für ihn sprechen. Da Shino euch nicht zu töten vermochte, werden wir die Bewohner von Mizuho, von der Königsfamilie von Tetralla und der Kirche von Mattel dafür verfolgt werden. Ist das wahr? Ja, nach allem, was ich gehört habe. Ich habe eine Frage. Reisen aus Silberhund, was ist euer Vorhaben in Tetralla, dem Land eurer Feinde? Ich habe lange darüber nachgedacht. Jemand hat mich gefragt, warum ich den ganzen Weg nach Tetralla gekommen bin, was mein Plan ist. Ich wünsche mir eine Welt, in der jeder ein normales Leben führen kann. Ich bin es leid, dass Leben geopfert wird. Ich bin Diskriminierung leid. Ich habe das Leid satt. Ich bin einfach alles leid. Du bist ein Idealist. Die Welten von Tetralla und Silverhand können nur dann gedeihen, wenn die jeweils andere Welt geopfert wird. Solange dieses System sich nicht ändert, sind das alles nichts als kluge Reden. Da müssen wir das System ändern. Diese Welt wird von diesem, boah, ich habe immer noch nicht nachgeguckt, wie man ausspricht, Yggdrasil erschaffen, stimmt's? Ich muss das unbedingt heute mal machen, mein Gott. Wenn ein Mensch oder ein Elf eine Welt erschaffen kann, sollten wir in der Lage sein, das System zu ändern. Du redest wie der Held Mythos. Er war ein erhabener Idealist. Er beendete den alten Krieg, indem er darauf bestand, dass es eine Möglichkeit für die beiden sich bekriegenden Welten geben musste, gemeinsam in Frieden zu leben. Willst du sagen, dass du in der nächste Mythos sein kannst? Ich bin nicht Mythos. Ich möchte die beiden Welten auf meine Art, mit der Hilfe meiner Freunde retten. Ich verstehe. Mit anderen Worten, du wendest dich neuen Wegen zu. Nun denn, wir werden also auch nach neuen Wegen suchen. Stellvertreter, du meinst... Ja, das bedeutet, dass wir unser Informationsnetzwerk einsetzen werden, um zu helfen. Wenn die Lösung gefunden worden ist, wie beide Welten in Wohlstand leben können, soll als Gegenleistung unser Volk in Silverhand leben dürfen. Aber mir steht es nicht zu, so etwas zu entscheiden. Wir möchten nur, dass ihr uns bei unserem Vorhaben unterstützt.
Ist hier damit einverstanden, wenn wir uns mit den Leuten von Mitsuo zusammentun? Wenn es die Beziehung der beiden Welten verändert? Nun, das hört sich nach einem guten Geschäft an. Beeilt euch und entscheidet schnell, damit wir Presea retten können. Solange Tetala sicher ist, ist mir egal, was ihr macht. Okay, es ist also abgemacht. Wir werden nach einem Weg suchen, das System der beiden Welten zu verändern. Lass uns kooperieren. Einverstanden. Hiermit befehle ich dir, Shina, die Gruppe weiterhin zu begleiten. Dieses Mal jedoch nicht nur als Beobachterin, sondern auch als Repräsentantin. Lass uns stolz auf dich sein. Ja, Sir. Aber Tiga, bist du sicher, dass du die Königsfamilie und die Kirche auf diese Weise gegen dich aufbringen möchtest? Wie wär's, wenn ich dir etwas fragen würde? Wenn du die Wahl hättest zwischen denjenigen, die einen der beiden Welten opfern möchten, und der Seite, die beiden die Welten erhalten möchten, auf welcher Seite würdest du dich stellen? Ich würde gerne sagen, auf die Seite, die gewinnt, aber ich denke, ich möchte der Seite helfen, die beide Welten erhalten möchte. Genau, zuerst müssen wir jetzt all unsere Kräfte dafür einsetzen, die Reyards zu finden. Erfreulicherweise hat Shina anscheinend bereits einen Navi-Piloten an den Reyards befestigt, so dass wir in der Lage sein sollten, sie rasch zu finden. Verstanden, danke für eure Hilfe. Das meint er wirklich ernst. Leute, Eltern, die ideal ist. Wie ist dein Name? Regal. Regal, hm? Es tut mir leid, aber wir müssen dich noch eine Weile gefangen halten. Leute, sollten wir den Typen hier nicht auch kämpfen lassen? Obwohl er uns vielleicht hintergehen wird? Er will doch was von Presea, stimmt's? Dann wird er bestimmt keine dummen, krummen Dinger machen. Bevor er die Gelegenheit hätte, mit ihr zu sprechen, weißt du? Das ist wirklich keine schlechte Idee. Rain! Ich kenne mich zwar nicht damit aus, aber ich würde keine großen Aufhängnisse darum machen. Ich habe auch als eure Freundin begonnen. Willst du auf unserer Seite kämpfen? Ja. Ich schwöre über meinen guten Namen und den Fesseln, die mich binden, dass ich euch nicht betrügen werde. Wenn ich auch nur andeutungsweise etwas Verdächtiges bemerke, mache ich Hackfleisch aus dir, kapiert? Nun denn, willkommen in unsere Gruppe, Regal. Regal hat sich der Gruppe angeschlossen. Sehr schön. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Schnitt. Und ich rufe das Menü auf, damit das Skript nicht einfach so verschwindet. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!